Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode, einem neuen Part Grand Theft Auto 5 auf YouTube. Der Stream ging natürlich weiter. Und oh, jetzt muss ich nachladen. Nachladen ist scheiße. Nachladen ist böse. Aber jetzt schnappe ich mir die Bullenkutsche. And I'm off. Ah, was ich, danke fürs Wenden. Was ich natürlich sehr cool finde. Nee, Quatsch, andersrum. Was ich sehr traurig finde, ja, dass viele Sachen, die bereits in GTA 4 implementiert waren, also von San Andreas wollen wir gar nicht sprechen, weil das war ja das höchste der Gefühle, was da alles ging. Aber Sachen, die in GTA 4 implementiert waren, dass die hier im 5er nicht mehr drin sind. Das finde ich wirklich sehr, sehr schade. Also allein schon die Sachen mit in Restaurants gehen und dort was essen, um Health zu bekommen oder sich in Bars zu betrinken oder so. Genauso wie wenn man im Polizeiauto sitzt, dort auf den Polizeicomputer zugreifen und sich random Missionen, so Bürgerwehrmissionen rauszulassen. Entsprechend Feuerwehrmissionen oder Taximissionen, all solche Sachen. Das finde ich sehr, sehr schade, dass das in GTA 5 nicht mehr geht und auch im Online leider nicht mehr geht. Sag mal, wo sind sie denn? Überall an jeder Ecke steht. Ah, okay, gut. Hey Mike, help. Hey, we need to talk. Quick, meet me at those oil derricks just outside town, El Burro Heights. And make sure you're not tailed. Man, that don't sound too good, huh? Look, I'm on my way. Beziehungsweise halt in San Andreas war das damals halt schon episch, dass man sich auch verschiedene Firmen kaufen konnte und dann mal Truck fahren und alles Mögliche, Autos besorgen. I'm sorry. They're not nice people if that's a consolation. What's going on? There's a big target out there. Something in the shadows. The data algorithms are reading off the charts. Whoever finds it, the Bureau or the agency, is gonna get a big bump in funding. Like I care about your funding. I'm out, Dave. You're not. I need you to meet my boss. We'll meet downtown in the plaza between the FIB and the IAA buildings. The IAA building? You fucking kidding me after the spat I just had with those agency men? Relax. They won't be looking there. They never expect an inside job. Also mein Rant, wenn es überhaupt, nee, es ist ja kein Rant, aber das bitte auch nicht falsch verstehen. Es ist trotzdem ein saugeiles Spiel und so. Und ich würde diese ganzen Sachen auch nicht vermissen, wenn es nicht in älteren Spielen schon da gewesen wäre. Ja, genauso auch wie in GTA San Andreas, dass man seinen Charakter formen kann, indem man, wenn man viel frisst, dass man dann halt dicker wird und dass man dann deswegen auch aufpassen muss und mal trainieren muss und so. Ich meine, es sind so einfache kleine Dinger, die nicht wirklich schwer zu programmieren gewesen wären. So Sachen wie Gewichte heben oder sowas. Weil wir haben ja hier am Strand ja tatsächlich auch na, da wo NPCs halt trainieren. Also die Animation ist da, das Ganze dann halt einfach nur noch mit einem Button drücken zu verbinden mit einem Minigame, ja, also wie gesagt, das hatten sie ja alles schon. Oder also Sachen, die sowieso drin sind, sowas wie Triathlon oder so. Also man kann joggen, man kann schwimmen, man kann all diese Sachen machen, um sich fit zu halten und das dann halt, ne? I told you I know people. Beds looked after me when I retired. You did? Yeah, I did. I mean, I think I did. I don't know. Shit, Jesus.
Christ, Franklin, I got so many stories I can't even keep them straight. I'm full of shit. Yeah, but your full of shit got me a lot of paper. One score with you, I made more money than I ever did, hustle. Yeah, I know, I'm a great thief. That's the other shit that I ain't got figured out. So what's the deal, man? What's the deal with the bureau? This is my own money. I ain't no okay guy. Fucking cocky sucker. We did a deal a long time ago. It didn't go quite the way it was supposed to go. Wrong guy got killed. So I had to go into kind of an informal witness protection program. He helped me. I didn't reveal the secrets of his. And everything was cool. Problem started when recently I became unretired. I mean, he shows up, starts calling in favors, telling me to do shit. I mean, look, frankly, I'm working for the fucking feds. Fuck, man. Oh, fuck, man. Yeah, and that ain't even the worst part. Did I ever tell you about Trevor? Man, I think so. Shit. Well, if you only think so, then I wasn't being completely honest. He's out of hell walking on Earth. That's what he is. Well, let's bury this motherfucker. Oh, yeah, good luck with that. Shit. And Trevor and I got history. Complicated fucking history. Look, I've done a lot of things that I ain't proud of. Okay, I never claimed to be an angel. But you, Trevor, you'll swear I am an angel. So what's the move, man? I don't know. I'm just kinda, you know. Try to play both sides. You know, find a way out of this shit. All right, man, look, man, you help me. The way I see it, man, the least I can do is help you. It's a death sentence, right? Man, I ain't trying to hear all that shit, man. If the bureau ain't gonna take me to court, them motherfuckers just hustlers anyway. And I ain't gonna let no motherfucking cat think he's so motherfucking crazy run me up a tree. Fuck that. Means a lot, Petey. I told you. I'm a terrific thief. I'll find something for you. Big. Come on. You better take off. All right, man, I'm with you. Unser Franklin. Totgesagte Nebendinger. Eieieiei, schauen wir mal gleich weg. Ich bin hier mit einer Bullenkutsche am Ende des Welt am Arsch. FIB oder Familie. Rulen wir erstmal den FIB-Strang durch. Dave Norton, cool bleiben. Hör zu, ich vermute mal, dass du sauer bist wegen des Gefallens, um den ich dich gebeten habe. Ich wünschte, ich müsste dich nicht mit reinziehen, aber mein Boss hat in ein paar alten Fällen rumgeschnüffelt. Ich weiß, wir hatten einen Deal, aber das ist einfach eine neue Abmachung. Ja, ja. Ich wünschte, es wäre anders. Aber wie gesagt, du hast meinen Schutz verlassen, als du angefangen hast, wieder dein Ding durchzuziehen. Ich habe dir gesagt, dass es ein Problem sein würde. Du hast meinen Rat ignoriert. Ich werde mein Bestes tun, um dich als geschätzten Freund meiner Firma zu schützen. Aber dann darfst du nicht aus der Reihe tanzen, Davy. Antwort: Ich habe keine Ahnung, wer sie sind oder wovon sie reden. Ist das Spam? Na, im Sinne von Idiot. Martin, ich habe deine Zahlung erhalten, jawohl. Deine Waffen sind, ja. Sehr schön. Krieg ich eigentlich Stress mit den Bullen, wenn ich im Bullen, mit der Polizei, wenn ich im Polizeiauto unterwegs bin und an einem anderen Polizeiauto vorbeikomme? Ich werde als Polizei erkannt, das ist auch schön. Seriously? Ich hab's eilig. Man weicht aus, wenn die Sirene von hinten ankommt. Leute, gibt das.
Na? Konnte es irgendwer erkennen? Nein, die Fremden und Freaks. Verdammt nochmal! Kennt ihr das, wenn man zu viele Anglizismen benutzt und dann plötzlich in dieses... Hallo Freunde! Ich wollte jetzt mal eine Rede halten, obwohl ich übelst dicht bin. Obwohl ich mega dicht bin und auf übelste Art und Weise das R-Rolle. Nein, wie war das? Oh, shit. Fällt das auf, wenn ich so ins FIB-Ding reingehe? Oh, unterm Kirschbaum. Schön. Ich sollte mir auch mal wieder die anderen Klamotten holen, aber dazu müsste ich nach Hause fahren und da wartet dann meine Frau und die beiden unsäglichen Kinder. Nee, ich laufe lieber rum wie der letzte Idiot. Andreas, taking notes? This stuff. Whoa! Pure magic. This is about my show. Have you seen my show? You mean how to dress like a salesman on a cheap golf weekend in a third-rate country club? So, well done with our friends, Kay. My pleasure. I love how we're going to wage war, especially with some Portuguese steak. Did I cupcake? Just keep your fucking voice down and close your fucking windpipe. The joke stopped now, pal. You will show me in my team some spat. Maybe you could define team for me. Is that just the three of you? Or the greater FIB? Or the entire government? Because I'm tempted to argue that thus far, we haven't shown a lot of your colleagues a whole lot of respect. Why don't you start with me, genius? You got it, pal. We received the intel that they're keeping Mr. K at the local agency station. I just dealt with that guy. The agency is stepping up to question because of your moronic antics down at the coroner's office. We need to get him out of there before he blasts. I did what Agent Norton said. Then I guess you're getting involved with a clapped out old agent who's been living off of the past glories was your first mistake. You are mine to be now, yo. My career depends on this. And that's very important to me. So seeing as we're all bullies now, that makes it important to you. Einfach nur der Blick. So, so. See, there you go, Dave. Alles klar. Wie viele Leute einfach ihr Café stehen lassen. So I bet federal ain't on the deed, that's so. And we all like our federal government open and transparent. Except when closed and opaque suits you better. Hey, I'm just a puppet. You're the one pulling the strings. Yeah. Nice car. Taxpayers treat you right. I need you to make a couple of calls. Get some people on board. First guy is Franklin Clinton. Hey, I barely know that kid.
just fixing up my car. Call him, or we'll send some G-men to his aunt's house. Okay. Okay. Mike, this ain't the best time. I'm kind of busy. Hey, sorry about that. Listen, you know that thing we talked about before? It's happening. I need you to come to a lot off El Rancho, not far from where we met. All right, that's cool. I'm in LS anyway. Now, Trevor Phillips. Oh, you're crazy. I ain't calling him. I thought you might say that, so we haven't picked up. That's a dumb move, Dave. Real fucking dumb. Just worry about the plan, okay? Getting Mr. K out of the IAA station. Clinton is going to be positioned across the street, keeping an eye on the proceedings. Phillips flies you in, repel down, make the extraction. And I'm the best guy you got. With you, we've got good leverage. Great! And you brought Trevor in! We're telling him I'm all cozy with the FIB. You'll need discreet support. We'll maintain control of the situation. Discreet? Control? Yeah, good luck controlling discreet Trevor. Now, I wonder how controllable and discreet he'll be when he sees the guy who killed me and put Brad in jail. Yeah. Es kann nur lustig werden. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Trevor. Trevor. It's another KG motherfucker, alright? Not you. Hey, T. Enough with the faux political bullshit. Frank. Fine, we're very good. Really? Shit. Good, right, Bill? Whoa. Am I detecting some sort of son I never had bullshit here, Mikey, huh? Hey, listen, if you want to replace some father figure, you can do a lot better than this bat snake, all right? This fucker would eat his own kids. Like I said, deranged. Yeah, and best friend. Exactly. That's Trevor, my best friend. That's Frank, the son I always wanted. All right, guys, listen, this is the shot. I'm gonna do all the heavy lifting on this job, okay? Trevor, all I need you to do is fly me to the target. Frank, you're gonna cover me from across the street. We're gonna make these assholes happy, and we'll walk away from this thing clean. Got it? Got it. Alright. And we do this, and they help us bring Brad. Yeah. We'll talk about Brad later, right? I gotta change. Better grab a head start. Nice to meet you, homie. Merkt euch dieses Bild. Nachher sind sie alle drei mit Anzug unterwegs. Ich sag's euch. The government gimp at last. Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part. Nach 3 Minuten, okay. Aber ich war gerade. Alright. Hello. Hubschrauber fliegen läuft nicht ganz so super wie. Besser als mit Flugzeugen bin ich besser, aber es macht trotzdem Höllenspaß. So. Locker blind. Es ist halt so geil, dass er das auch so. Hm?
I don't know what you're talking about. I installed cinema equipment, not surveillance. Grab his other arm. No. You think you're impenetrable? See how you deal with this? Is 18 inches deep inside. Get the loot. What the fuck is this? Terminate him! Load this problem right now! Gag, you need a little backup here. Get me the station, chief! I'm not finished with Miss... Achso, dann schon. 36 blow. I got it. We are not going to fire on Mr. K. What the hell is going on?